Thermidin ist eine zwar kleine und unscheinbare, aber trotzdem wirklich spannende Substanz. Es zählt zusammen mit Spermin, Putrescin und Cadaverin zu den sogenannten Polyaminen, welche wiederum zu den Alkaloiden, eine Untergruppe der sekundären Pflanzenstoffe, zählen. Spermidin ist ein natürlicher und notwendiger Bestandteil des menschlichen Stoffwechsels und übernimmt dort vielfältige Funktionen. Zu den wichtigsten Aufgaben von Spermidin zählen die Förderung der Autophagie. Die Autophagie ist ein Baustein des körpereigenen Reinigungs- und Recyclingsystems. Dann die Wirkung als sogenanntes Kalorienrestriktionsmimetikum, was zur Verbesserung der Zellerneuerung und zur Erhöhung der Lebensspanne führt. Es trägt bei zur Modulation des Immunsystems und des Entzündungssystems durch Unterdrückung entzündungsfördernder Zytokine. Es ist wichtig für die Verlangsamung der Alterung der Stammzellen. Es reduziert Hypertonie und altersbedingte Nierenschäden. Es hat auch antihypertensive Effekte durch Verbesserung der Bioverfügbarkeit von Arginin. Es trägt bei zur Verringerung von Arteriensteifigkeit und Herzinsuffizienz. Es dient der Verbesserung diastolischer Funktionen des Herzens. Es wirkt neuroprotektiv. Es verbessert synaptisch aktive Zonen im Gehirn. Es reduziert altersbedingte Gedächtnisstörung. Es vermindert menopausenbedingten Knochenverlust. Es reduziert Muskelschmerzen. Es verbessert die Muskelfestigkeit. Es reduziert Fibrosen und die Karzinogenese der Leber und es schützt vor letaler, also zum Sterben führender Sepsis. Aus den vielfältigen Wirkungen ergeben sich auch viele Indikationen, bei denen eine optimierte Versorgung mit Spermidin notwendig erscheint, zum Beispiel in der Prävention oder Absicherung der Therapie von altersbegleiteten neurodegenerativen, kardiovaskulären, psychischen und umweltbedingten Erkrankungen sowie von Krebs- und Virusinfekten. Spermidin kann über verschiedene Lebensmittel aufgenommen werden, aber auch im Körper selbst hergestellt werden. In besonders hoher Konzentration liegt es beispielsweise vor in Weizenkeimen und Sojabohnen, die mit ihren eigenständigen Gesundheitseigenschaften die Effekte der Polyamine noch positiv unterstützen. Die körpereigene Herstellung kann allerdings nur dann in nennenswertem Umfang zur Versorgung mit Spermidin beitragen, wenn alle benötigten Grundsubstanzen und Kofaktoren in optimaler Menge und Konzentration vorliegen, wie zum Beispiel Arginin, Methionin, die B-Vitamine, Kupfer und Eisen. In allen Situationen, bei denen die Versorgung mit Polyaminen über die Nahrung nicht gesichert ist oder die körpereigene Produktion eingeschränkt ist, lohnt sich die Überlegung, ergänzend Supplemente mit Spermidin einzusetzen, die üblicherweise Weizenkeim und Sojaextrakte als Grundlage nutzen, welche in standardisierter Form mit Spermidin angereichert sind. So viel zum Thema Spermidin. Es lohnt sich, sich mit dieser Substanz zu beschäftigen. Ihr Udo Böhm.